Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen im Bundestag, liebe Besucher im Bundestag, guten Morgen. Wir haben uns sicher alle schon mal gefragt, leben wir, um zu arbeiten oder arbeiten wir, um zu leben? Die Wahrheit liegt, wie so oft im Leben, wohl in der Mitte. Arbeit ist für viele Erfüllung und gehört selbstverständlich dazu, ist für viele sinnstiftend. Idealerweise macht Arbeit Spaß. Arbeit kann auch anstrengend sein und Arbeit kann Menschen auch krank machen. Auch keine Arbeit kann krank machen. Die Bedürfnisse bzw. die Arbeitswelt insgesamt haben sich in den letzten Jahren stark verändert. Die Digitalisierung beeinflusst die Entwicklung in allen Lebensbereichen. Der Austausch von Informationen, Gütern und Dienstleistungen sowie die Vernetzung der Märkte nehmen immer mehr Fahrt auf. Die Digitalisierung ist gut und wichtig und richtig und dringender denn je in einer ländlichen Region wie der, aus der ich komme, notwendig. Mit dem vom Bundesminister Alexander Dobrindt mit aller Kraft und viel Geld vorangetriebenen Ausbau des Breitbandes schließen wir letzte Lücken, fördern Wirtschaftswachstum und auch die Entstehung neuer und flexiblerer Arbeitsplätze. Erst vorgestern durfte ich, wie einige Kollegen hier auch, einen Förderbescheid für Beraterleistungen für die Breitbandentwicklung entgegennehmen für die Gemeinde Grafenhausen im Hochschwarzwald. Der hat bekanntlich eine nicht ganz einfache Topografie, was den Breitbandausbau erschwert. Auch Löffingen im Hochschwarzwald kommt in den Genuss der Bundesförderung. Mit dem schnellen Zugang zum Internet machen wir die Betriebe wettbewerbsfähig und investieren in Zukunft und damit eben auch in die Flexibilität der Arbeit für Arbeitnehmer. Nein, Frau Podmer, ich komme zum Punkt. Dankeschön für den Hinweis. Die Digitalisierung hat selbstverständlich unmittelbare Auswirkungen auf die Arbeitszeit und Folgen für Arbeitgeber und Arbeitnehmer von der Gesamtarbeitszeit bis zu Präsenzzeit und Homeoffice. Die tägliche Höchstarbeitszeit ist im Arbeitszeitgesetz geregelt, schreibt den 8-Stunden-Tag vor, lässt aber auch viele Ausnahmen zu. Ich erinnere nur an die Gastronomen, die viel längere Arbeitszeit gefordert haben, was wir regeln und im Grunde auch ablehnen. Es zeigt, dass Flexibilität in beide Richtungen und von beiden Seiten, die der Arbeitnehmer und auch der Arbeitgeber, erwünscht sind und dass die Wünsche und Vorstellungen unterschiedlich und sehr individuell sind. Und es zeigt auch, dass die Politik Rahmenbedingungen schaffen muss, um den Bedürfnissen der Beschäftigten und der Betriebe zu entsprechen. Wir müssen beide in den Blick nehmen, die beiden gehören zusammen, meine Damen und Herren. Der Mensch steht für uns Christdemokraten im Mittelpunkt, aber nicht nur der Arbeitnehmer, sondern auch der Arbeitgeber. Arbeitgeber sind auch Menschen. Ich spreche nicht von Großfirmen, ich spreche nicht von DAX-Konzernen, sondern von vielen Millionen Familienbetrieben, Kleinunternehmern, Mittelständlern, die das Rückgrat unserer Wirtschaft sind und den größten Teil der Arbeitsplätze bereitstellen. Ganz besonders kleine Unternehmen kennen die persönliche Situation ihrer Arbeitnehmer. Sie nehmen Rücksicht darauf, zum größten Teil freiwillig. Wenn wir diese mit Gesetzen knebeln, wird der Betriebsfrieden leiden und die freiwillige Bereitschaft zur Rücksichtnahme wird mit Sicherheit abnehmen. Außerdem haben wir in dieser Legislaturperiode bereits einige wichtige Maßnahmen ergriffen, um die Arbeitsbedingungen und damit die Lebenssituation von Beschäftigten zu verbessern, insbesondere von Familien. Allen voran der Mindestlohn natürlich, der rund 3,7 Millionen Beschäftigten im Niedriglohnbereich eine neue Perspektive eröffnet, davon 2/3 Frauen. Wir haben die Betreuung von Kindern ausgebaut und tun es weiter, was vielen 100.000 Familien zu mehr Flexibilität in der Arbeitszeit verhilft. Das Elterngeld Plus wurde eingeführt, die Familienpflegezeit verbessert. Auch der im Koalitionsvertrag vereinbarte Rechtsanspruch, der hier schon mehrfach angemahnt wurde, auf Rückkehr aus Teilzeit in die frühere Arbeitszeit, wird folgen. Das haben Sie richtig erkannt in Ihrem Antrag, liebe
Kollegen, haben wir noch nicht angepackt. Aber erstens haben wir schon eine Menge sozialpolitischen Vorhaben abgearbeitet. Und zweitens dauert die Legislaturperiode bekanntlich 4 Jahre. Also Hoffnung, Kollege Rützel. Sehr gut. Wir sterben zuletzt. Längst. Danke für diesen Applaus. Ihr wisst schon, was ich meine. Wir sind in der Koalition, nur falls es da Zweifel gibt. Längst ist das Thema Zukunft der Arbeit ganz oben auf der Agenda der Union. Da brauchen wir keine Nachhilfe. Am 15. Dezember letzten Jahres haben wir auf dem Parteitag der CDU Deutschlands in Karlsruhe intensiv über das Positionspapier Arbeit der Zukunft, Zukunft der Arbeit diskutiert und es einstimmig angenommen. Wir reagieren damit auf die Veränderungen in der Arbeitswelt, auch auf den Wunsch nach mehr Souveränität in der Arbeitszeit. Ich kann das hier nicht alles ausführen. Sie können es aber gerne nachlesen, liebe Kollegen, unter www.cdu.de. Die Bundesregierung, die hier schon gescholten wurde, hat schon längst ein Maßnahmenpaket auf dem Weg. Die Opposition ist mit ihrer Forderung da ein bisschen hinterher. Das Forschungsprogramm des Bundesministeriums Bildung und Forschung mit dem Titel Innovationen für die Produktion, Dienstleistung und Arbeit von morgen setzt genau hier an, nämlich Arbeit wirtschaftlich und sozialverträglich zu gestalten. Bis 2020 sind für das gesamte Programm etwa 1 Milliarde Euro vorgesehen. Die Bundesarbeitsministerin hat außerdem angekündigt, einen Arbeitszeitdialog zu führen mit der Wirtschaft, Gewerkschaften, Kirchen, was ich ausdrücklich begrüße. Und darüber hinaus plant das Ministerium ein Wahlarbeitszeitmodell. Immer wieder wird auch bei anderen Themen malt die Opposition ein düsteres Bild von Deutschland. Warum eigentlich? Die Sklaverei ist abgeschafft. Über die Veränderungen in der Arbeitswelt hat mein Kollege Lagoski schon alles richtig ausgeführt. Sie scheinen da doch ein paar positive Entwicklungen verpasst zu haben. Es ist nicht alles so schlecht, wie Sie es manchmal darstellen. Ganz im Gegenteil, die Mehrheit der Beschäftigten ist mit ihrer persönlichen Arbeitssituation zufrieden. Ich selber war lange Jahre berufstätig, alleinerziehend in einer Zeit, als es noch keine Ganztagskitas gab, keine verlässliche Grundschule und anderes. Der flexibelste in all den Jahren war mein Arbeitgeber. Und dann ist schon über 25 Jahre her. Diese Erfahrung haben viele Arbeitnehmer in meiner Umgebung auch gemacht. Während einer längeren Krankheitszeit habe ich sehr viel Homeoffice gemacht, auch ohne Gesetz. Und wenn Sie meiner persönlichen Erfahrung nicht glauben, dann fragen wir mal die Statistik. Laut einer Befragung von Erwerbstätigen aus 2012 des Bundesinstituts für Berufsbildung und der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin mit den Schwerpunkten Arbeitsbedingungen, Arbeitsbelastungen und gesundheitliche Beschwerden sind fast 80% der Befragten mit den Arbeitszeiten zufrieden oder sogar sehr zufrieden. Weiter, eine Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, der DIW Berlin, kommt zu dem Ergebnis, dass nur jeder Achte mit seiner beruflichen Tätigkeit unzufrieden ist. Es gibt laut DIW auch kaum Unterschiede nach den Arbeitsbedingungen im Ausmaß der Zufriedenheit. Das soll bedeuten, dass Arbeitnehmer nicht weniger zufrieden sind, wenn sie zum Beispiel Sonntags- oder Nachbararbeit leisten müssen oder eine Vollzeit- oder Teilzeitstelle haben. Frau Kollegin, es gibt einen Wunsch auf eine Zwischenfrage von Frau Bodner. Mögen Sie die zulassen? Gerne, ja. Liebe Frau Schmidt, Sie haben ja jetzt hier gerade mit Ihren statistischen Zahlen, die Sie vorgetragen haben, den Eindruck erweckt, als gäbe es eine hohe Zufriedenheit mit dem Arbeitsumfang bei den Beschäftigten. Wie erklären Sie sich dann, dass 1,35 Milliarden Stunden nicht ausgefüllt werden, weil die Wünsche der Beschäftigten nicht berücksichtigt sind? Ich glaube, das sind zwei unterschiedliche Dinge. Wenn Arbeitsstunden nicht ausgeführt werden, das kann da unterschiedliche Gründe haben, zum Beispiel wenn man gar nicht die Arbeitskräfte findet, die die Stunden ausführen könnten. Das ist vielleicht eine Frage der Fragestellung des Fragenden. Also ich will sagen, die Statistiken,
die Statistiken können auf verschiedene Weise erfasst werden, aber sie werden nicht dem Bundesinstitut für Berufsbildung und der Bundesanstalt für Arbeitsschutz unterstellen, dass sie eine falsche Statistik herausgeben. Gut, danke schön. Ich nehme das zur Kenntnis. Es gibt auch europäische Erhebungen. Es gibt in der Zwischenzeit die 6. europäische Erhebung über die Arbeitsbedingungen, die Frage unter anderem nach Dauer und Organisation der Arbeitszeit. Auch hier sind die meisten Erwerbstätigen, geben an, dass sie mit den Arbeitszeiten in ihrem Hauptberuf zufrieden sind. Zusammengefasst heißt das, nach denen, die ich vorgelegt habe, dass laut politisch und wirtschaftlich unabhängigen Institutionen Deutschland international zu den Spitzenreitern bei der Arbeitszufriedenheit gehört. Ich habe noch mal eine Statistik des IAB. Ich will das jetzt lassen. Lassen Sie mich mit einem Satz unseres Konrad Adenauer schließen. Man kann keine Sozialpolitik treiben, wenn man nicht eine starke, gute und ertragreiche Wirtschaft als finanzielle Unterlage für die Sozialpolitik hat. Vielen Dank. Als nächstem Redner erteile ich das Wort dem Abgeordneten Michael Schlecht, Fraktion Die Linke.